Die Wirtschaft wächst und wächst nicht. Die Arbeitslosen die werden mehr. Ja, was ist zu tun? Wahlen stehen bevor. Dazu bei uns im Studio der Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung in Oberösterreich, Dr. Joachim heindl -Grutsch. Danke fürs Kommen. Grüß Gott, Herr Mayer. Danke für die Einladung. In diesen Wochen hören wir sehr viele Vorschläge, was zu tun ist. Künftig auch nach den Wahlen. Kommt immer darauf an, wer dann in der Regierung ist. Jetzt gibt es einen aktuellen Vorschlag der Gewerkschaften gemeinsam mit der Arbeiterkammer. Ähnlich bzw. gleich wie die SPÖ, sie fordern eine Reichensteuer. Also die Reichensteuer ist nach wie vor am Tablet, weil sie sagen, es kann nicht sein, dass 1% der reichsten Österreicher 40% des Vermögens haben. Ja, das ist respektloser Unsinn und ja auch nichts Neues. In Wahrheit ist es ein, äh, ein, 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 ein totes Pferd, das man versucht zu reiten. Ähm, Österreich müsste das Gegenteil tun, wie das zum Beispiel auch die Schweiz macht. Diese Investoren braucht das Land. Also ohne diese Investoren, die hier Arbeitsplätze schaffen, die hier für Wertschöpfung sorgen, würde Österreich niemals diesen Wohlstand haben. Also ähm, man soll nicht die Reichen bekämpfen, sondern Armut bekämpfen. Wir brauchen Investoren im Land. Wir brauchen den Herrn Matteschitz, den Herrn Pira und wie sie alle heißen, damit die hier investieren. Nur dann ist Österreich ein florierender Wirtschaftsstandort. Aber wie gesagt, das kommt wieder und wieder und wieder. Es wird deswegen nicht richtiger. Dass ein Mataschitz und Co. gebraucht wird, das sagen die Gewerkschaften auch und die SPÖ. Sie sagen auch, die werden eh auch bleiben. Es ist eh noch viel Geld im Topf, im, äh, im Vermögen dieser Reichen, die das meiste ja nur geerbt haben, heißt das Argument, was dann gebracht wird. Ja, auch das ist ein Unsinn. Ähm, dieses Vermögen ist, ist Kapital, ist ein scheues Reh. Allein die Diskussion in Österreich die ja schon seit einigen Jahren läuft, äh, führt, führt schon zu einem massiven Schaden für den Standort. Warum? Weil Kapital schon abfließt. Also der Schaden ist ja schon angerichtet und man hat nichts davon. Ein, es gibt kein reiches Land ohne reiche äh, Menschen, ohne Personen, die hier investieren. Das sollte man langsam einmal verstehen und vielleicht einmal doch in die Schweiz schauen, warum die seit Jahrzehnten so erfolgreich sind. Hm. Weil sie eben das machen. Haben ja schon Länder probiert, glaube ich, einige Länder, Frankreich, äh, Norwegen etc. Kehren alle Räume, die nehmen alle Räume dick davon wieder ab. Kehren, ähm, es gibt ja, by the way, ähm, auch in Österreich ähm ich habe mir schnell nachgezählt, bin sofort auf zehn Steuern gekommen, die Vermögenssteuern sind. Kapital, äh, Kapitalertragsteuer, die KÖST, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, Immobilienertragsteuer, Stiftungseingangssteuer, Nova und so weiter. Also es gibt eine ganze Lawine an sogenannten Vermögenssteuern. Was will man denn noch in Österreich? Und auch die, die, die Höhe der Einnahmen wird völlig überschätzt. Es wäre ein Bürokratiemonster. von 10 Milliarden. Ja, das, das ist redet die völliger gemerkt, dass Unsinn. Man braucht nur in die, nach Frankreich schauen, ein Land, das sie macht mal so groß ist, wie viel die Einnahmen hatten. Es ist völliger Unsinn und, und hat auch keine, keine wirtschaftliche Grundlage, so wie das kommt. Es ist eine reine Ideologie, eine Neiddebatte, die zu nichts führt, außer Schaden erzeugt für den Standort. Haben Sie Steuern angesprochen? Einige Steuern, da ist das Gegenargument und dann schließen wir auch dieses Kapitel wieder ab. Ja. Vermögenssteuern haben wir in Österreich nur wirklich 1,5 Prozent. Ja, das auch ist, das stimmt darf, nicht, weil wir müssen ja Äpfel mit Äpfel vergleichen. Ja? Wenn man das tut und diese ganzen Steuern, die es in Österreich gibt, auch Gebühren, die in anderen Ländern über die Vermögenssteuer sozusagen äh, eingezogen werden, wenn man das alles vergleicht, dann liegt Österreich ungefähr im EU-Durchschnitt. Also wir haben wirklich da keinen Bedarf mehr an neuen Steuern. Im Gegenteil, wir müssen Steuern senken, Leistung anreizen, Investoren ins Land holen, damit hier die Wirtschaft wieder wächst. Die stagniert ja Stichwort die Wirtschaft stagniert. Es sieht nicht gut aus, äh, auch innerhalb der Industrie, innerhalb der äh, Unternehmen in Oberösterreich. Ähm, und die Aussichten sind auch nicht wirklich rosig für dieses Jahr. Richtig. Die Wirtschaft äh, ist in einer stagnativen Phase. Die Industrie geht ins dritte Jahr der Rezession. Also die, die, der Industriestandort Österreich hat ein echtes Problem. Der hat, das hat zwei Ursachen. Auf der einen Seite fehlen große globale Wachstumsimpulse. China geht es ja auch nicht gut zum Beispiel. Und zweitens hat Österreich natürlich hausgemachte Probleme, nämlich zu hohe Kosten. Wir haben zu hohe Personalkosten, zu hohe Energiekosten und zu hohe Bürokratiekosten. Und das in Summe führt dazu, dass die Wirtschaft in Österreich nicht mehr wächst, während sie in anderen Ländern sehr wohl vorankommt. Oh, aber wie soll dagegen gesteuert werden? Oder kann man überhaupt noch dagegen steuern? Ist der Zug nicht der Deindustrialisierung abgefahren? Also Faktum ist, ja, ich vergleiche das mit einer Badewanne, wo der Stöpsel gezogen wurde. Das Wasser fließt ab, also wir verlieren gerade Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Das passiert anhand ein paar Plakativverfälle über die Medien, aber in allen Betrieben gerade schleichend. Alle bauen gerade ab, alle restrukturieren, alle müssen ihre Kosten in den Griff bekommen. Das ist jetzt einfach die erste Aufgabe, um das Unternehmen zu retten und in die Zukunft zu führen. Also der Abfluss läuft und gleichzeitig kommt kein neues Wasser dazu. Also die Antwort in diesem Bild ist, der Stöpsel muss wieder rein im Sinne von, wir müssen sparen, die Steuerquote muss runter, wir müssen Leistung wieder anreizen. Und gleichzeitig muss oben neues Wasser hinein, also Technologie fördern, Innovation, Qualifizierung, Forschung und Entwicklung sind die Antworten. Warum? Weil wir in diesem Gesamtpaket eben nicht mehr um das besser sind, was wir teurer geworden hm. sind. Die Chinesen haben technologisch aufgeschlossen zu uns. Chinesische Autos sind genauso gut wie europäische Autos. Die sind aber halb so teuer in ihren Kosten bei Personal und Energie. Und das ist natürlich toxisch für den Standort äh, Europa und insbesondere für Österreich, weil in Österreich war die Inflation besonders hoch. Ja, aber Sie haben Technologie angesprochen und Fördern von Technologien hat man ja grundsätzlich auch äh, in Österreich, in Europa gemacht, versucht, genau. äh, mit Anreizen, aber auch gleichzeitig mit äh, Verboten. Ist das das Problem? Auflagen, Verbote, Technologien zu verbieten. Man hat ja die E-Industrie die e und die Elektrotechnologie gefördert in den letzten Jahren massivst. Ich möchte zuerst etwas zuerst Positives ja? sagen. Die Forschungsförderung in Österreich ist noch eines der letzten großen Standortvorteile. Die ist wirklich gut. Ja? Forschungsprämie, direkte Forschungsförderung, ist, das ist wirklich toll und, und ein Vorteil. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir uns in Europa und insbesondere in Österreich in den letzten Jahren immer mehr darauf geeinigt, immer mehr Technologien zu verbieten. Ja, ich denke an Carbon Capture, also CO2-Speicherung unter der Erde. Ich denke an Atomkraft. Ich denke an Gentechnologie. Ich denke an das Verbrennerverbot. Also immer mehr Technologien werden sozusagen politisch verboten. Und das ist natürlich der völlig falsche Weg. Es weiß nur der Markt, also die Summe der Menschen, ja, der Konsument, was am Ende das Richtige ist. Und der muss entscheiden und nicht die eine Stelle, das Gremium, der Beirat, der sagt das Ja und das andere Nein. So funktioniert das nicht. Das ist, das ist ein zentralstaatlicher Ansatz, der hat noch nie funktioniert. Man braucht nur in die DDR schauen, von, von früher oder heute nach Venezuela. Das geht immer schief. Es muss immer der Markt am Ende entscheiden, welche Technologie sich durchsetzen soll. Das Ziel einigt uns alle: wir müssen CO2 einsparen, müssen weg von fossilen Energieträgern und so weiter. Aber der Weg dorthin, den muss man den, den, den Technikern überlassen und dem Markt überlassen. Das heißt, den Technikern überlassen, sind wir da oder waren wir ja zu ideologisch getrieben und zu wenig? von Experten? Ja, natürlich. Das ist eindeutig. Also wie kann man nur, wenn Europa führend ist in der weltweiten Autoproduktion und beim Verbrennungsmotor ja, und die Chinesen uns dann nie eingeholt hätten. Wie kann man nur diese Technologie bei uns verbieten, obwohl sie noch viel Potenzial hätte und ja auch in Zukunft CO2-neutral betrieben werden könnte? Wie kann man sie nur einmal von vornherein darauf einigen? Nein, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen nur mehr das andere. Das hat noch nie äh, Sinn gemacht. Äh, man muss immer mehrere Wege verfolgen und dann wird man sehen, welcher Weg sich als der beste äh, schlussendlich herausstellt. Im Angesprochenen Leistung muss sich lohnen. Das ist ein Thema, das Sie sich auch nicht nur wünschen, sondern auch fordern von einer nächsten Regierung, die es dann geben soll. Da gibt es aber auch Vorschläge, die ja ein bisschen in die Gegenrichtung gehen, also 32-Stunden-Woche äh, zum Beispiel bei vollem Lohnausgleich. Das sagt die SPÖ, Das geht sich aus. Ja, das ist ein Schuss ins eigene Knie, wenn man das möchte. Also Faktum ist, Österreich arbeitet ja in den letzten 30 Jahren immer weniger. Ja? Also die Jahresarbeitszeit geht zurück und geht zurück. Es arbeiten immer mehr Menschen immer kürzer. Das ist schon vom Grunde auf einmal schlecht. Und wenn der Schweizer in Vollzeit fünf Stunden pro Woche länger arbeitet, also 42,7 zu in Österreich 37,6, dann ist das ein Alarmsignal, ja? weil wir können nicht so tun, es wird es rund um die Welt nicht geben. Wir müssen einfach sagen, wir sehen in einem weltweiten Wettbewerb, ja? wie in der Fußball-Weltmeisterschaft, wir kämpfen als Industrie in einem weltweiten Wettkampf. Und wenn wir uns nicht durchsetzen, dann verlieren wir und dann wird, wird es zum Schaden vom Standort Österreich sein. Das heißt, wir müssen... Wieder mehr arbeiten, Leistung muss sich lohnen. Also wer Vollzeit arbeitet, muss einen Vorteil und keinen Nachteil haben. So wie es jetzt in Österreich ist. Der, der berühmte Spruch, wer rechnen kann in Österreich, arbeitet Teilzeit, ist ja völlig richtig. Ja, weil das Steuersystem belohnt, Teilzeit und bestraft Vollzeit und ja. Überstunden. Da gibt es den Vorwurf von der Gegenseite, auch von den Gewerkschaften, von der SPÖ, äh, weil die Industrie fordert, es muss mehr gearbeitet werden, dass sie genau jene, die Sie jetzt angesprochen, die in Teilzeit sind, dazu zwingen möchten, dass sie mehr arbeiten und das betrifft dann meistens Alleinerziehende Mütter oder Menschen, die das gar nicht können. Ja, also auch das ist nur halb richtig. Ähm, äh, Faktum ist, viele, viele Menschen haben gar keine Kinderbetreuung und arbeiten trotzdem Teilzeit, Männer wie Frauen. Ähm, natürlich fehlt auch die kinderbetreuung da und dort ist ein wichtiger, äh, eine wichtige basisinfrastruktur die es natürlich geben muss aber der punkt ist ähm, österreich ist eine teilzeitrepublik geworden wir liegen deutlich unter dem eu schnitt also bei uns arbeiten viel mehr menschen teilzeit als woanders und das ist auch logisch weil bei uns eben das steuerlich gefördert wird. Wenn ich bei uns mehr arbeite, von, wenn ich die Arbeitszeit um 50 Prozent erhöhe, bekomme ich nur gut 30 Prozent mehr Geld. Wenn ich die Arbeitszeit verdopple von 20 Stunden auf 40 Stunden, bekomme ich nur zwei Drittel mehr Geld. Also das kann sich jeder ausrechnen und das kann so nicht weitergehen. Unser Steuersystem muss einfach darauf abzielen, dass, dass die... die der, der Lohn pro Stunde als Basis herangezogen wird. Es kann nicht die Teilzeitärztin gleich viel Steuern zahlen wie die Reinigungskraft, die Vollzeit arbeitet. Das geht so nicht. Sie wollen da ja konkret auch, was die Steuer- und angeht, äh, liegen derzeit bei 42 Prozent. Äh, 43 Prozent etwa. Ungefähr etwa. Ja. Die, nach, die soll nach unten gehen. Äh, die Frage ist, wer kann das finanzieren? Da geht es um Milliarden. Ja. Umgekehrt gibt es ja auch einen Vorschlag der ÖVP, die da sagen, naja, keine Einsparungen. Äh, ohne Einsparungen wird es nicht gehen, oder? Ohne Einsparungen wird es nicht ge gehen. Und äh, klar ist auch, das geht sogar ziemlich leicht. Ich nenne zwei sehr plakative Beispiele der aktuellen Zeit. Den Klimabonus und den Reparaturbonus. Also, auf Deutsch gesagt, jeder, der einen Botschen beim Radl hat, äh, da kommt dann der Staat und gibt ihm ein Geld. Das ist absurd. Ja, so kann es nicht weitergehen. Da gehen Milliarden raus. Jetzt kriegen wir den Klimabonus überwiesen. Den bekommen Sie und ich auch. Wir dürfen ihn dann noch extra versteuern. Also da wird Geld im Kreis geschickt. Das bringt niemanden was. Und das muss man einfach neu aufsetzen. Also Sparen ist möglich. Es wird auch wehtun. Das ist nicht so, dass das niemanden treffen wird, aber es ist notwendig. Es ist notwendig, weil wir haben jetzt eh über viele Jahre sehr, sehr viel mehr Geld ausgegeben, als wir einnehmen. Und unser Budget rennt uns davon. Ja? Gar nicht zu reden von einem Pensionssystem. Wir werden immer älter, gehen immer noch gleich früh in Pension wie in den 70er Jahren. Das geht sich auf Dauer nicht aus. Und dieser Wahrheit muss man sich stellen. Gleichzeitig ist es auch richtig, dass der Kuchen ja auch wirklich größer gebacken werden muss. Heißt, wir brauchen mehr Wirtschaftswachstum, dann gibt es mehr Einnahmen und damit lassen sich viele Transfers auch wieder finanzieren. Also, das ist jetzt dann doch wieder das ÖVP-Prinzip, dass es heißt, okay, mehr Wirtschaftswachstum durch Anreize da wieder mehr Einnahmen äh, lukrieren. Ja. Äh, aber Sie sagen Ausgaben ganz klar weg. Also diese Gießkannenförderungen genau. für alle, Klimabonus, Reparaturbonus, Geht so findet nicht sich in keinem einzigen Wahlprogramm. Ja, ich meine, ich kann es sogar zum Teil verstehen, wenn am Wahlkampf will man halt keine Wählergruppen verschrecken. Ja, aber wir sind nicht dazu da sondern wir machen standortpolitik und mhm. bei der standortpolitik gibt es keine parteifarben. da gibt es einen richtigen weg und den zeigt ja die ganze welt auf die erfolgreichen staaten die schweiz dänemark schweden wie sie alle heißen die zeigen den weg auf und das heißt niedrige abgabenquote viel forschung und technologie und viel leistung muss sich lohnen. das ist der weg an dem führt nichts vorbei an dem weg kann keine partei Vorbei in, in der nächsten Nation äh, Regierungsperiode. Ja, wir reden dann auch über Regierungskonstellationen. Industrielle ist nicht politisch, aber trotzdem werden wir darüber plaudern und ja. versuchen, vielleicht auch eine Präferenz von Ihnen rauszuhören. Aber die Grünen haben wir noch vergessen. Ähm, die sagen da ja immer, immer wenn es darum geht, die Industrie wieder äh, zum Thema Klimaschutz zu bewegen, auch mit äh, neuen Steuern, neuen Auflagen. Äh, sagen Sie natürlich, ja, das, 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 das ist für die Industrie natürlich absolut äh, kontraproduktiv, weil einfach äh, die Gefahr ist, dass uns dann die Unternehmen und auch das Kapital das Land verlassen wird. Da gibt es ja. immer das Gegenargument, zum Beispiel auch der Grünen, das ist übertriebene Panikmache. Ja. Ähm also das ist natürlich keine übertriebene Panikmache. CO2 ist ein globales Problem. Ja? Die, das Klimathema ist ein globales Problem, das eine globale Lösung braucht. Wenn, wenn Europa alleine vorangeht oder gar Österreich ähm, und äh, die Chinesen und die Amerikaner machen das nicht in, diesem, in dieser Größenordnung, dann verlieren wir hier. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Also es kann nur in einem globalen Gleichklang funktionieren. Da hat Österreich den Vorteil, wir haben ja viele grüne Technologien, die wir in die Welt exportieren können. Die österreichische Industrie ist die sauberste der Welt. Ich war heuer in, in Shanghai, ich war in den USA. Das kann man sich überall anschauen und dann weiß man, was wir hier haben. Ja, aber wenn der Kostendruck hier zu hoch wird, dann ist klar, dass jeder Unternehmenschef sagen muss: Ich muss die Firma retten. Ich muss sie international anders aufstellen. Man sieht es sie gerade an VW, was da gerade los ist. Die haben ganz starken Deutschland-Fokus und damit aktuell ein Riesenproblem. Und das gilt für Österreich ganz genauso. Ja, Wo sind dann Ihre Präferenzen oder die Präferenzen der Industrie? Sagt man okay, das mit den Grünen, das war jetzt die letzten Jahre, sollte jetzt nicht mehr so stattfinden, sollten nicht mehr in der Regierung sein? Also, ich glaube, dass, dass Österreich jetzt eine Regierung braucht, die standortpolitisch Maßnahmen setzt. Und ich, wie ich schon sagte, ich bin davon überzeugt, dass jede Regierungskonstellation das tun muss, weil der Druck so hoch ist, ja, um Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln, Arbeitsplätze hier zu retten. Also ich meine, die, die, die parteipolitischen Präferenzen der EV werden Sie von uns nicht hören, wie immer, weil wir haben keine. Wir sind parteipolitisch neutral. Wir, wir, wir analysieren nur die Parteiprogramme, die Wirtschaftsprogramme der einzelnen äh, Parteien. Und da gibt es natürlich Besseres und Schlechteres. Arbeitszeitverkürzung, neue Steuern und, und, und mehr Planwirtschaft, mehr Staatswirtschaft sind halt ganz sicher der falsche Weg. Das zeigt die ganze Welt vor. Es gibt, aber einige, es gibt wenige Modelle eigentlich, wenn man sich jetzt die Umfragen ansieht, also es gibt eventuell Schwarz-Blau oder, oder Blau-Schwarz, vielleicht sogar Schwarz-Blau, wenn es knapp wird, oder eine Dreier-Koalition zwischen Schwarz oder Türkis, also ÖVP, äh, äh, SPÖ und äh, NEOS. Was wäre Ihnen lieber, Zwei oder ein Dreier? Also... Ob Ampelkoalitionen funktionieren, sieht man in Deutschland äh, gerade nicht so gut. Mhm. Aber ich glaube, die, das Wahlergebnis wird zeigen, welche Mehrheiten sich überhaupt ausgehen. Mhm. Ja? Und ich wiederhole noch einmal: Die nächste Regierung wird standardpolitische Maßnahmen setzen müssen, weil sonst bleibt die Rezession uns erhalten. Und wie es Österreich ist, ja schon ärmer geworden. Ja? Unser BIP pro Kopf, also die Wirtschaftsleistung pro Bevölkerung pro Bürger ist ja schon gesunken um 1,9 seit 2019, während diese in anderen Staaten gestiegen ist. Also der Wohlstandsverlust in Österreich ist im Gange. Der Arbeitsplatzverlust ist im Gange, und wenn wir diesen Trend nicht umkehren, geht es weiter bergab. Und dann können wir uns all die sozialen Wohldaten, die Österreich umverteilt, garantiert nicht mehr leisten. Ja. Das muss man wissen. Ja, es gibt nur eine starke Wirtschaft, und dann kann man sich Transfers leisten ohne starke Wirtschaft. Braucht man nur in Staaten wie Nordkorea, Venezuela oder sonst wo hinschauen, wo Planwirtschaft herrscht, Kommunismus, da geht es den Bach hinunter. Letzte Frage noch dazu. Sie haben gesagt, also die nächste Regierung muss da Maßnahmen setzen. Bis wir eine Regierung haben, wird es einige Monate äh, sicherlich dauern. Ähm, da, wird, da wird einmal gar nichts passieren. Wird es noch dramatischer? Wir, wird es gleichbleibend sein? Wann sieht man überhaupt schon Licht am Ende des Tunnels? Also, das Licht ist noch nicht zu sehen. Wir sind, wir sind in der Rezession als Industrie, die ganze Wirtschaft wächst nicht, die, die Prognosen der Wirtschaftsforschung waren immer zu positiv in den letzten ein, zwei Jahren. Ja, es wurde dann immer wieder verschoben, der Aufschwung, er kommt aber leider erst ein halbes Jahr später. Das gilt nach wie vor und der, der große Aufschwung ist nicht zu sehen. Europa ist in Summe gegenüber USA und China zurückgefallen. Das größte Problem ist Deutschland, das ist ein bisschen wieder der kranke Mann Europas ist. Erst wenn in Deutschland der Turnaround gelingt, und das wird noch dauern bis nach der nächsten Wahl. Also mindestens eineinhalb Jahre? Mindestens eineinhalb Jahre. Und wenn, wenn Deutschland als Motor nicht anspringt, dann geht es ganz Europa weiterhin schlecht und Österreich insbesondere, weil es unser wichtigster Handelspartner ist. Also international ist der Ausblick nicht gut und die, die Probleme, die Österreich hat, die sind auch nicht gelöst. Und da wird es eben auch noch dauern, bis eine nächste Regierung Maßnahmen setzt und bis die Wirken in der Wirtschaft ankommen, dauert es auch noch. Also das nächste Jahr, von dem braucht man sich nicht viel erwarten. Ja, Handelgrutsch, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen ja, und wünsche noch ein schönes restliches Wochenende. Auf Wiedersehen.